Guten Morgen, hallo Wach. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich das nicht schaffe, am Wochenende den Film zu machen. Deswegen, wir haben jetzt Montag, es ist der 23. Mai und es ist 4.45 Uhr, Early Bird. Ne? Aber so kommt der Film noch rein, vor Börsenbeginn. So, das ist der DAX. Ich hole ihn mal ein bisschen näher ran. Und ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir gut. Als erstes ein Kommentar hierzu, weil das hatte jemand geschrieben, das ist kein Hammer. Das ist kein Hammer. Der sieht zwar aus wie einer, aber ein Hammer steht immer als Solitär. Praktisch ungefähr so wie der hier. Das ist ein Umbrella Doji. Der hat hier nebendran von seinen Tiefskursen keine Begleitkerzen. Und der hier, der ist ja direkt nebendran. Der ist praktisch mitten auf dem Spielfeld. Den hätte ich gern lieber irgendwo in der Ecke. So wie hier. Dann ist es ein Hammer. So sieht es aus wie ein Hammer, aber es ist keiner. Aber gut, das nur nebenher. Wir sind erneut an diesen Trendkanal oben dran gelaufen. Ja? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wenn ich die beiden hier zusammenfasse, ist es jetzt die vierte Kerze gewesen. Es gibt so einen uralten Spruch, beim fünften Mal geht es immer durch. Den habe ich das erste Mal gehört, ich glaube 1989. Wie auch immer, wir haben uns hiermit beschäftigt. Das ist ja der Xetra-Kurs. Wir sind ja dann schon deutlich höher gewesen. Und zwar bei 14.000 und ich glaube 84 war das. Ja, da sind wir also, wo ist mein Fadenkreuz? Hier, das war Freitagsschluss. Der hat hervorragende Chancen, das hier rauszunehmen. Alleine der Trendkanal oder die obere Trendkante, die ist jetzt hier vom Höchstkurs bei 14.226. Das würde mir jetzt nicht reichen. Also dieses hier würde mir nicht reichen. Der muss hier drüber, über den Höchstkurs, 14.226. Dann erhöhen sich auch gleichzeitig die Chancen, so eine, nennen wir es mal, Zwischenrallye zu machen und über diese Kerze zu gehen, wo jetzt die Maus ist bei 14.315. Ich finde, der sieht gut aus. Der hat hervorragende Chancen, hier drüber zu gehen und sich dann hier oben in diesen Bereichen irgendwo zu tummeln. Ich mag den. Ich weiß nicht, wann die Meldung kam, zum Beispiel bei NTV, dass jetzt sogar ein russischer Präsident das mal zu Gesprächen bereit ist. Ich weiß nicht, wann die kam. Ja, aber das sind halt so die Nachrichten, die den Markt sofort unterstützen werden. Und ich finde, es sieht gut aus. Ich sehe keinen Grund hier zu sehen, dass wir hier nochmal dran gehen und dann abklatschen. Momentan nicht, nein. Ich bin grundsätzlich hier eher positiv. Wir sind von der Technik her neutral. Und dieser Bruch hier im Oszillator, der wird, wenn wir heute irgendwo bei der 14.100 sind, wird er auch gleich wieder hochdrehen. Deswegen, ich schaue ja nicht hier auf diese Bereiche. Ich schaue auf unter 20 und auf über 80. Und dazwischen, das interessiert mich nicht so sehr, weil der kann ja dann so ein bisschen hin und her springen, wie hier zum Beispiel. Ja, das nehme ich nicht so ernst. Aber vom Chart her muss ich sagen, der DAX hat eine sehr gute Chance, diesen Trendkanal dann hier zu verlassen. Und die Chance erhöht sich natürlich in dem Moment, in dem der Schlusskurs über 14.226 liegt, über dieser Kerze hier. Also hier, heute ist dieser Obertrendkanal bei 14.130. Das nur mal zum Sagen, je nachdem, wie man den zieht, vielleicht ist es auch 14.128, aber mir gefällt das. Muss ich sagen, mir gefällt es eigentlich recht gut. Deswegen habe ich folgende Scheine ausgesucht. Beide so ein Hebel 20. Der Call hat eine Basis von 13.345. Da liege ich sogar noch hier drunter. Ist auf jeden Fall eine relativ sichere Zone. Das ist die GK3 SNP. Ich habe den extra hier drunter gelegt, die Basis. Aber wer da ein bisschen mutiger ist, der geht hier deutlich höher. Der kann hier unter die 13.670 gehen. Sagen wir mal 13.600. Das reicht. Der sollte allerdings dann auch geschlossen werden, wenn wir die 20-Tage-Linie hier bei 13.880, wenn wir die mit Schlusskurs unterbieten, dann müsste der raus. Aber hier hat man natürlich einen deutlich größeren Hebel, wenn man sich hier eine Basis sucht. Das kommt auf jeden Fall in Frage, wenn wir eben diesen, Batteriewarnung, wenn wir eben diesen Punkt hier rausnehmen, 14.230, dann ist das eine ziemlich schicke Option mit ordentlich Drehzahl. Beim Put habe ich die 14.788, das muss ich jetzt noch hier ein bisschen wegmachen, 14.788, da sind wir hier oben. Da sind wir hinter diesen ganzen Trendkanal-Tuschierungen, sagen wir es mal so. Im Moment, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich nicht, warum ich einen Put kaufen sollte.
Das schaue ich mir dann an, wenn wir hier drüber gehen und nur so langsam hier oben hier rumdümpeln. Ja. Deswegen habe ich eingenommen mit ordentlich Abstand, aber es ist momentan nicht die Option meiner Wahl, also der Putt oder ein Putt. Ich möchte nicht glaube oder ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir hier drüber gehen. Trotzdem habe ich den hier genommen, 14.788, und das ist die HB576S, Siegfried. HB576S. Der hat mir am besten gefallen. Also ich bin hier grundsätzlich ein bisschen positiv für diese Woche. Gefällt mir wirklich ganz gut. Ich mache morgen das, oder vielmehr, das ist dann heute Abend, mal ein kleines Update zum Nasdaq und zum Gold. Aber zu beiden Spruch. Gold macht das, was es soll. Es steigt. Ja, die Positionen bei mir, die sind ja von 1812 und 1792. Das liegt eigentlich so ganz gut. Die liegen auch an dem Downtrend, den wir haben von 2070. Gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich das habe ich neulich angesprochen, dieser Spread zwischen Nasdaq und DAX. Die beiden Indizes haben nichts miteinander zu tun, aber der Spread ist weiter auseinandergegangen. Das letzte Mal besprach ich den bei 1850. Am Freitag habe ich die erste Position aufgemacht mit 2250. Und zwar habe ich die Nasdaq-Calls gekauft, Basis 10.000, und DAX-Puts gekauft, Basis 15.800. So, ich habe jetzt ein Viertel dieser Position bin ich jetzt eingegangen, weil ich davon ausgehe, dass in einer Erholungsphase der Nasdaq schneller steigen wird als der DAX. Und dann wird dieser Spread, den ich für historisch recht hoch halte, von 2250 Punkten meines Erachtens nach deutlicher nachgeben in Richtung 1500, 1200, vielleicht sogar 1000. Der war im November, war der Nasdaq 250 Punkte über dem DAX. Ja, und jetzt ist er 2250 Punkte darunter. Da sind viele, viele Werte, die hat man echt schon wirklich in den Boden getreten. Und ich glaube, wenn da eine Erholung kommt, wird die Nasdaq schneller steigen als der DAX. So, das ist eigentlich der Hintergrund. Und wie gesagt, ein Viertel bin ich eingegangen bei 2250 und dann gucke ich mir das jetzt mal an, wie das weiterläuft. Ich habe allerdings da genügend Pulver trocken, dass da nicht gleich irgendwas anbrennt, auch wenn der jetzt mal auf 2500 geht, was ich allerdings nicht vermute. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.